Der Genfer Autosalon präsentiert in seiner 79. Auflage einmal mehr Designhöhepunkte, die die Blicke der Besucher und der Fachpresse anziehen. Natürlich spielen die Designstudien der großen Hersteller hier die Hauptrolle, aber auch klassische Formen sind zu finden. Beispielsweise bei Morgan, die in diesem Jahr ihr 100. Firmenjubiläum feiern. Das britische Familienunternehmen ist in Sachen Design nie mit dem Strom geschwommen. Um zu zeigen, dass ein Produkt auch konstant bleiben kann und nicht ständig im neuen Designfluss mithalten muss, um aktuell zu bleiben, um gekauft zu werden. Die Modelle von Morgan haben bis heute ein Holzgerüst auf einem Stahlrahmen. Für den Karosseriebau werden Methoden des Boots- und Kutschenbaus verwendet. Das ist einzigartig. Der typische Kunde ist einer, der seit 30 Jahren von dem Morgan träumt, dann seine familiären Bedürfnisse und geschäftlichen Bedürfnisse alles regelt und hinter sich hat und dann mit einem Durchschnittsalter von 57 sich entscheidet, seinen Traum zu leben. Der Traum von Morgan ist äußerlich klassisch, innerlich aber durchaus hochmodern. Denn der Hersteller hat auch einen Brennstoffzellenantrieb als Prototyp im Programm. Mit sehr modernem Design verziert die französische Gruppe Hulier ihre Fahrzeuge, die in Genf den Friendly präsentiert. Das Elektroauto steckt noch in der Entwicklung, soll aber 2010 auf den Markt kommen. Zwischen 10.000 und 12.000 Euro wird der Dreisitzer kosten. Das Auto ohne Batterie wiegt 500 Kilogramm. Und Sie können ein, zwei oder drei Packs von Batterie einfügen in dem Auto. Und mit diesen Batterien können Sie von 90 bis 150 Kilometer voll elektrisch fahren. Und das mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometern in der Stunde. 10.000 Einheiten sollen dereinst pro Jahr produziert werden. Das Interesse ist offenbar groß. Und der Rückruf der Bevölkerung ist sehr stark. Und von alle alten Leute sowie auch grünfreundliche junge Leute. In Schwung bringt den Friendly übrigens die Active Wheel Technologie. In jedem Rad sitzen also die Elektromotoren, die emissionsfreien Vortrieb geben.